Ich habe wieder auch Licht. Ihr kennt ja die Schlagzeile bei der. Sieht doch viel voll aus. Ihr kennt ja die Schlagzeile bei der Zeit. Die Zeitschrift, die Zeit hat er mal geschrieben. Ist schon einige Jahre her. Der Brandner, der sieht aus wie ein in die Jahre gekommener Türsteher. Also ich weiß nicht, ist schon ein bisschen länger her. So, aber jetzt komme ich ganz sympathisch rüber. Ich mache das Mikrofon ja auch mal ab. Ich freue mich, dass so viele der Einladung hier in Gera gefolgt sind und freue mich auch, dass viele den Weg vom Gustav-Henning-Platz hierhin gefunden haben. Ich hoffe ja nicht, dass jetzt unsere Anhänger auf dem Gustav-Henning-Platz stehen und den Linken zuhören müssen. Ich hoffe, der ein oder andere wurde umgeleitet und ist hier gut angekommen. Liebe Freunde der Freiheit in Gera, ich freue mich herzlich, ich freue mich sehr, am 17. Juni hier mal wieder zu sprechen. Wer erinnert sich noch, vor 2 Jahren waren wir auch in Gera, damals noch mit Tino Kupala bei 35, 40 Grad. Im Schatten, Schatten gab es aber nicht, aber dafür gab es einen Maskenzwang. Könnt ihr euch noch erinnern an diesen Unsinn vor 2 Jahren? Also ich muss sagen, da haben wir dem Klimawandel schon ein bisschen Einhalt geboten. Heute sind keine 35, 40 Grad. Heute ist wesentlich angenehmer hier und da halten wir auch ein bisschen länger durch. Liebe Freunde, der 17. Juni 1953 hat Helden hervorgebracht. Namenlose Helden ganz überwiegend. Wir kennen sehr viele Helden aus anderen deutschen geschichtlichen Zeiträumen, die sind namentlich bekannt, da sind Straßen nachbenannt. Bei den Helden des 17. Juni ist es nicht so. Dabei sind diese Helden des 17. Juni, von denen etwa alleine am 17. Juni 50 zu Tode kamen, über 15.000 wurden nach den Geschehnissen des 17. Juni eingesperrt, verhaftet, gefoltert, verurteilt, verbrachten viele Jahre im Knast. Das waren die wahren Helden der Nachkriegsgeschichte in Deutschland. Auf die kann man stolz sein, auf die müssen wir stolz sein. Sie haben den ersten Stein gelegt für die Ereignisse, die dann im November 1989 die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes hervorgebracht haben. So stolz man auf die Helden des 17. Juni 1953 sein kann, so peinlich berührt ist man, wenn man die jämmerlichen Gestalten sieht, die gestern auf der Regierungsbank und teilweise auch vom Rednerpult des Deutschen Bundestages anlässlich der Gedenkstunde zum 17. Juni geredet und wie sie sich verhalten haben. Allen voran Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der tatsächlich diejenigen der Lüge beziehen hat, die heute sagen, sie erkennen Parallelen zur DDR. Ich sage, Herr Steinmeier, das war eine Lüge von Ihnen. Sie sind eine jämmerliche Figur im Schloss Bellevue, Herr Steinmeier. Am liebsten würden wir Sie von hinten sehen und keinen Tag länger im Amt des Bundespräsidenten. Wen haben wir noch? Wir haben noch Robert Bindestrich, ich fand Vaterlandsliebe immer schon zum Kotzen, Bindestrich Habeck. Der war anwesend bei der Veranstaltung gestern im Deutschen Bundestag, aber machte den Özil. Ja? Wir kennen ja alle immer noch Mehmet Özil, ein Paradebeispiel geglückter deutscher Integration, wurde uns gesagt, hat bei den Nationalhymnen der deutschen Nationalmannschaft auch nie mitgesungen. Mit welcher Begründung? Er hätte gerade gebetet. Das war die Begründung von Mehmet Özil. Ähnlich Robert Habeck. Er konnte nicht mitsingen. Er wäre so ergriffen gewesen. Er hätte sich inhaltlich sammeln müssen. Ich sage, Herr Habeck, machen Sie das Gleiche, was wir von Steinmeier verlangen. Räumen Sie Ihren Posten. Verlassen Sie die Regierung. Machen wir Neuwahlen. Und dann setzen wir die Wahlergebnisse, die die Alternative für Deutschland zurzeit hat, setzen wir um mit 25-30%. Jetzt wird er gefragt, wo ist der Bezug des 17. Juni 1953 zur heutigen Zeit. Das Ganze ist 70 Jahre her, nur noch wenige Zeitzeugen leben, aber viele, die sich geschichtlich auskennen und viele, die mit offenen Augen durch die Weltgeschichte gehen, erkennen durchaus erhebliche Parallelen zu dem, gegen das die Menschen 1953 auf die Straße gegangen sind. Totalitäre Strukturen in Deutschland, eine linke grünsozialistische Regierung im Amt, eine grünsozialistische Regierung, die versucht, unser Land in ein sozialistisches Land, in einen totalitären Staat zu transformieren. Und das ist das Vermächtnis des 17. Juni 1953, das ist das Vermächtnis, was auch die Montagsspaziergänger hier in Gera immer jeden Montag auf die Straße bringen, um den Regierenden zu zeigen, bis hierhin und keinen Meter weiter. Wir brauchen eine Umkehr, wir wollen unsere Demokratie, wir wollen unsere Freiheit zurück und zwar sofort. Ich habe vorhin mal in meinem
da hat man gesessen und hat mir gedacht, wo sind denn so die Parallelen, die ja immer so von uns erwähnt werden, wo sind die Parallelen? Und ich muss euch sagen, ich habe fast eine Seite vollgeschrieben bekommen. Was sind die Parallelen zu totalitären, linken, sozialistischen Staaten, die wir heute merken? Fangen wir an bei der Mangelwirtschaft. Ein klassisches Beispiel für Sozialismus. Wir denken gleich an Energie, an Medikamente, an Wohnraum. Alles Mangelware in Deutschland. Massive Preissteigerungen, Wahrheit in Deutschland. Eingriffe in das Preissystem, um Preissteigerungen zu verhindern. Stichwort Mietpreisbremse. Wisst ihr übrigens, wer die Mietpreisbremse erfunden hat? 1936 die Nazis. Die haben die Mietpreisbremse eingeführt, die DDR hat sie fortgesetzt und die Linken von heute wollen sie wieder haben. Da wisst ihr genau, da wächst zusammen, was zusammengehört. Enteignungen. Das nächste Thema für totalitäre sozialistische Systeme. Enteignung heutzutage durch Wärmepumpenunsinn, durch Dämmungsunsinn, durch Abgabenexplosion, Klammer auf, Stichwort Grundsteuererhebung, was dabei rauskommt, wissen wir noch nicht, Klammer zu, eine Umverteilung von unten nach oben und die ganze Elite oben, die grün-rote Mischpoke, lebt in Saus und Braus. Ich weiß nicht, wer mitbekommen hat, dass der Bundestag jetzt schon 4 Millionen Euro in diesem Jahr ausgegeben hat für Lustreisen, für Reisen seiner Ausschüsse und Abgeordneten, also Wasser predigen, Wein trinken, das sind die Grünen, das sind die Regierenden, wir sind da völlig anders. Was ist noch da, was uns erinnert an schreckliche Systeme? Die Verschaffung externer Feindbilder. War es früher der Kapitalist, der amerikanische Spion? So ist es heute die Corona-Krise, das Feindbild, das aufgebaut wurde. Die Russen, das Feindbild, das aufgebaut wird. Der Rassismus, das Feindbild, das aufgebaut wird. Das Klima, das Feindbild, das aufgebaut wird. Alles Feindbilder, um von den wahren Problemen unseres Landes abzulenken. Auch das wie eine DDR 2.0. Überwachungsstaat, der Klassiker in jedem Unterdrückungsstaat. Wir haben einen Inlandgeheimdienst, den sogenannten Verfassungsschutz in Deutschland, der spioniert, drangsaliert, diffamiert, zersetzt die Opposition. Einen solchen Inlandsgeheimdienst gibt es auf keinem demokratischen Land dieser Erde. Deshalb sagen wir, weg mit diesem sogenannten Verfassungsschutz, Freiheit für die Bürger. Und wenn man sich anschaut, was dieser sogenannte Verfassungsschutz gerade in Thüringen treibt, mit seinem politischen Paradiesvogel Kramer an der Spitze, wir wissen schon alle, der hat schon fast alle Altparteien durch, hat angefangen zu studieren, hat nichts hinbekommen, meanderte durch die Weltgeschichte, hat dann von unserer kommunistischen Ramelow-Regierung diesen Posten bekommen, ist nun Untertan des SPD-Innenministers Meyer, also Spitzname Knüppelmeier, wir kennen ihn noch alle aus den Corona-Debatten, und dieser Knüppelmeier liest jetzt unsere E-Mails mit als AfDler. Unsere Telefongespräche werden abgehört. Also ein politischer Wettbewerber in Thüringen zieht Informationen direkt aus Privatgesprächen von AfD-Mitgliedern und Abgeordneten. Das ist schäbig. Das ist Totalitarismus in einer Form, die wir nicht dulden können und die wir ablehnen, und zwar zutiefst. Staatsmedien. Staatsmedien. Ein weiteres Beispiel für totalitäre Strukturen. Wer hat mitbekommen, wer gestern zum Intendanten des Rundfunks Berlin-Brandenburg gewählt wurde? Die ehemalige stellvertretende Regierungssprecherin von der SPD. Die ist jetzt Chefin des im Skandalsumpf versunkenen Rundfunks Berlin-Brandenburg. Staatsfunk pur mit einer Elite an der Spitze, mit 10, 15 Intendanten, die 200, 300, 350.000 Euro im Jahr sich in die Tasche stecken von unseren abgepressten Gebührengeldern. 1000 Gebührenzahler zahlen nur dafür monatlich ihre Zwangsabgabe, damit die geschasste RBB-Chefin Schlesinger ihre Pension bekommt. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt rechnen wir mal, wie viele Intendanten wir haben und wie viele im Ruhestand befindliche Intendanten wir haben. Deshalb sagen wir, GEZ muss weg, Zwangsfunk muss weg, Grundfunk muss her. Gewaltenteilung liegt im Argen. Sowohl vertikal, wenn man sich die Judikative, Stichwort Bundesverfassungsgericht, anschaut, als auch wenn man sich die horizontale Gewaltenteilung anschaut, was Angela Merkel gemacht hat, sich einzumischen in Thüringen und als Bundeskanzlerin, die überhaupt nicht dafür zuständig ist, eine Wahl in Thüringen rückgängig zu machen. Und wir wissen alle, wäre diese Wahl nicht rückgängig gemacht worden, wären Ramelow und seine Konsorten um den bekennenden Linksextremisten Benjamin Hoff schon lange in Rente und unser Land stünde wesentlich besser und freiheitlich da, als es das heute tut. Umschreibung der Vergangenheit, Klassiker.
für totalitäre Staaten. Leugnung von Fakten. Klammer auf, es gibt mehr als zwei Geschlechter, Klammer zu. Klassiker für totalitäre Staaten. Gehirnwäsche, die Zerstörung der Familie, der Missbrauch der Jugend. Hitlerjugend, Freie Deutsche Jugend, Klimajugend. Da ist ein Band, was da durchzieht. Die Jugend wird missbraucht in Deutschland. Sie läuft heute nicht rum mit braunen oder mit roten Fahnen. Sie läuft heute rum mit den Regenbogenfähnchen. Das ist die Vielfalt, die Deutschland symbolisieren will. Auch das lehnen wir ab. Wir wollen eine richtige Vielfalt. Wir wollen eine Jugend, die ordentlich ausgebildet ist, die eine vernünftige Bildung hat, die selbst denken kann und die nicht bevormundet wird vom Mainstream in Deutschland. Kollektivierung. Kollektivierungsbestrebungen, man könnte noch tatsächlich lange weitermachen, aber die Sonne scheint auf eure Hirne. Ich möchte euch daher nicht in der Hinsicht weiter strapazieren. Wo wir hinkommen müssen, ist, dass wir sagen, wir möchten keinen Totalitarismus, wir möchten keine Diktatur, wir möchten keinen Sozialismus. Dafür stehen wir hier immer zusammen. Wir möchten keinen Sozialismus, egal in welcher Farbe. Keinen braunen Sozialismus, keinen roten Sozialismus und schon gar keinen grünen Sozialismus, so wie er sich jetzt in Deutschland abzeichnet. Liebe Freunde, Deutschland ist weitestgehend, wenn man sich die bestimmenden Schichten ansieht, Deutschland ist weitestgehend ein linkes Irrenhaus geworden, zu einem linken Irrenhaus verkommen. Und die geschlossene Abteilung dieses Irrenhauses sitzt im Bundestag auf der Regierungsbank. Also, wir müssen versuchen, dass wir die dahin packen, wo sie hin gehören. Deshalb kämpft mit uns, liebe Freunde, für einen guten Zweck. Kämpft mit uns für eine gute Politik. Kämpft mit uns für die Freiheit. Kämpft mit uns für Deutschland. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und halte das Erbe der Helden des 17. Juni 1953 bitte hoch. Vielen Dank.